Das war jetzt alles in einer Kombo? Wenn nicht, dann wäre das eh blöd, weil ich will die Platin-Score nicht hier haben, sondern die Sandwich. Ach, guck mal, da hinten sind schon mal die Faust. Das ist schon mal gut, da habe ich eine Sorge weniger. Aber es macht eigentlich auch... Ich freue mich schon echt ein bisschen darauf, die Aliens zu suchen, ne? Ich glaube, ich werde das sogar ohne Guide machen. Weil... Die Level sind ja nicht so groß. Das Erkunden macht hier wirklich Spaß. Hammer, ne? Oh Gott! Okay. Ja, okay, komm. Ich glaube, da brauchen wir jetzt hier wirklich nicht mehr großartig was zu machen. Was hat da oben? Das ist Hidden Tape da oben, okay. So, warum ist das V hier so einfach zu holen? Also sieht zumindest einfach aus, ne? Okay, ich bin drüber gesprungen. Große Lüftung, Gelb. Aber haben wir eine 200.000 Punkte Kombo geschafft? Ich weiß es jetzt gerade nicht, um ehrlich zu sein. Oh! Nein! Egal, komm. Tack, tack, tack. Geht's nur darum, es gibt ja hier diese Challenges pro Level. Nein, möchte ich nicht hin. Es gibt ja diese Challenges pro Level von wegen, hör mal, mach eine Kombo, die größte als die Six-Score des Levels. Und ja, das habe ich jetzt gerade so ein bisschen verzweifelt versucht. Ich weiß noch gar nicht, was ich jetzt machen soll. Eine interessante Aufgabe, neben den VB-Transfers, ist auch noch der Betrunkene, der Olli. Weil, Olli der Penner, den gibt es hier nur einmal, den gibt es nicht fünfmal. Also es gibt jetzt nicht fünf verschiedene Orte, wo man den jetzt treffen kann, sondern man muss ihn von einem zum anderen Ort quasi, ja, hinscheuchen. Und das finde ich eigentlich eine ganz geile Sache. Das habe ich damals nicht gerallt. Das war damals für mich echt die Hölle. Es ist so, wie es ist. Weil ich gedacht habe, Alter, wo soll ich denn wissen, wo der jetzt als nächstes auftaucht? Aber man hat einen kleinen Tipp. Okay. Man hat immer einen kleinen Hinweis, wo er dann als nächstes auftauchen könnte. Denn, zeige ich euch dann spätestens, wenn soweit ich krieg diese verfickte Frühspur. Das kann doch nicht wahr sein. Dankeschön, meine Güte. Was eine schwere Geburt. Oh Gott. Da, ah, leider, wo bin ich? Ich brauche Sprühdosen. Okay, den Steppen können wir uns auch mal eben kurz unter den Nagel reißen. Heia! Oder auch nicht. Dann machen wir das ein andermal. Oh Gott. Wo sind denn hier? Wo sind hier? Pft, pft, pft. Bye. Mein Gott! Komm doch mal klar auf dein Leben. Dumme Existenz. Jetzt habe ich wieder hier so eine Sache. Das ist irgendwie immer den sammelbaren Gegenstände. Bin ich doof oder? Weil ich finde sie nicht mit den letzten beiden. Kann nicht wahr sein, oder? Ah, da ist noch einer, okay. Nein. Ja, das war's. Scheiße, jetzt habe ich mal nichts geschafft. Einfach mal gar nichts. Mega ätzend. Ach, geh mal nicht auf den Sack. Komm, verpiss dich, neu starten. Wie schlecht ist das denn? Ich sag doch, ich mag das Level nicht. Weil hier muss ich mich echt um jede Aufgabe einzeln kümmern. Und auch hier gibt's dann wahrscheinlich so eine geile... ne? Machen wir mal alle Ziele auf Zeit-Challenge. Und ich sag, fick dich. Mach ich garantiert nicht. So, enge Kurve. Ah, guck mal, da ist nochmal ein Stat-Punkt. Warum nicht? Nein, du sollst keinen Boardslide machen. Sollte eigentlich ein Tailslide werden. Es tut mir leid, ich krieg's gerade nicht hin. Scheiße. Alter. So, gut. Dann machen wir das ganz vorsichtig. Oh. Ja, genau. Dankeschön. So einfach kann es gehen. Allop! So, das. Flasche de Sprüh. Aber mir fehlt dann trotzdem noch eine, ne? Seaside Handrail. Na, komm, Baby. So, jetzt bleibt mal erstmal geschmeidig stehen.
Mann, warum kriegst du denn nichts mehr hin, sag mal? Ich krieg schon wieder Wadenkrämpfe. Weil mich das so abfuckt, weil das schon wieder alles so holprig ist hier alles. Den ganzen Scheiß. Mann, ey. Nervt mich das. Merkt man vielleicht ein bisschen. Kann das sein? Ja, okay, aber die Sprühdosen sollen wir jetzt diesmal eigentlich hinkriegen, weil dann haben wir jetzt gleich nur noch den von dem Transfer da hinten. Wenn ich den denn schaffe, natürlich, weil da habe ich letztes Mal auch ein bisschen gebraucht. So, komm, jetzt gib mir die verfickte Dose. Das ist genau das, was ich meinte. Okay. Ja, jetzt fällt er auch noch hin und ich schaff's nicht, Alter. Ich krieg doch das Kotzen hier, verfickte Scheiße. Mann. Ja, mein Gott, ey. Boah. Es ist zu früh, um sich so sehr darüber aufzuregen, echt. Es ist noch nicht gut um die Uhrzeit. Wo fahre ich jetzt gerade überhaupt hin? Komm, wir machen jetzt die Penner. So, der erste Mal, wo war es denn nochmal das erste Mal gewesen? Der ist nicht hier auf der Seite, sondern der ist auf der anderen Seite der Mauer. Da ist er! So, weil wir haben hier immer nämlich so lustige Pappschachtel auf dem Boden, glaube ich, wenn wir die gerade überhaupt gesehen haben oder gesehen konnten. Ihr wisst das nicht. Da muss man jetzt einfach gucken, wo jetzt immer ist. Ich meine, als nächstes müsste der jetzt hier so irgendwo, hier in dem Bereich. Oh, auch nicht schlecht. Jetzt haben wir hier noch ein kleines Spielzeug. Auch schön. Ich habe es eigentlich gedacht, dass er jetzt noch gar nicht hier sein sollte, sondern es war eigentlich schon vielleicht einen weiter. Da. War hier? Hier war es der nächste. Oder auch nicht. Ja, da müssen wir halt suchen. Keine Ahnung. Ja, es ist jetzt leider dann doch Sucherei. Doch mehr Sucherei, als ich dachte. Shit, ich dachte, ich wüsste das noch. Na, egal. Na gut, dann vielleicht jetzt auch nicht alle Orte, aber... Ha! Haha. Oh. Hier ist jemand getötet worden. Es tut mir leid. Ah, die VB-Transfers werden auch so scheiße werden. Ich mag sie jetzt schon nicht. Ich mag sie jetzt schon nicht leiden. Habe ich gerade eigentlich irgendwas geschafft, außer... Nee, ne? War nicht so gut. Da ist er jetzt! Das ist cool. Komm, Baby. So, habe ich mir gemerkt? Natürlich nicht. Man könnte eigentlich diese VB-Transfers und, Olli den Penner sehr gut miteinander kombinieren, aber... Dazu bin ich, glaube ich, nicht in der Lage. Dafür kenne ich die Level noch nicht so gut, noch nicht gut genug. Das war jetzt keiner, okay. So, einmal nochmal. Alle, hopp. Ja, der. Der ist auch hart. Muss ich. Gebe ich zu. Du, du, du. Schöne, perfekte Landung. Wo habe ich den Penner denn gerade gesehen, Mann? Ah, ich mag das Level nicht. Echt, die Stage ist doof. Hallo. Ich meine, ich fahre ja auch komplett unkoordiniert und alles, ne? Keine Frage. Aber die Graffitis, die machen mich fertig. Ich brauche die nackten Wände von der PlayStation 1 Version. Anders geht der nicht. Also geht schon, aber ich krieg's nicht anders hin. So, wo sind sie denn? Olli, wo bist du? Schlimm, ne? Ich habe ja nicht mal gemerkt, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ach, hier ist er. Oder ist er doch schon irgendwie fünfmal am Stissel? Ein von fünf Saufbrüder? Weil der zweite war auch in der Nähe, oder nicht? Wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Da war nur die Leiche. Hier ist der zweite. Ja, blöd nur, dass ich so lange gebraucht habe, den ersten zu finden. Weil jetzt bringen wir jetzt wahrscheinlich gar nichts, weil ich den dritten jetzt nicht finden werde. Und der ist hier vorne.
Das hier ist, glaube ich, auch beim fünften Mal. Ich glaube, bei der HD-Version sogar, für die PlayStation 3, ist ja, glaube ich, sogar nochmal an anderen Stellen, weil da gibt es auch nochmal einen schweren Modus. Oh. Was haben wir hier noch? Ja, die Transfers, die werden echt nochmal lustig. Skates, denke ich mal, nicht so das Thema. Das Hidden Tape wird auch nicht so schwer sein, denke ich mal. Also behaupte ich jetzt einfach mal kackendreist. Ohne es jetzt näher zu wissen. Okay. So, dankeschön. Genau, das war nämlich der erste VB-Transfer. Und der zweite folgt zugleich. Ist nämlich hier einmal komplett rum. Und es hat nicht funktioniert. Wer hätte es gedacht? So, vielleicht können wir ja ein bisschen zweigleisig fahren. Nein! Wir machen es nicht. Wir kümmern uns jetzt erstmal um Olli. Habe ich da unten gerade was gesehen? Nein, hier garantiert. Na, scheiße. Ist doch alles egal. Hat doch eh keinen Unterschied mehr. Hier. So. Wo könnte der jetzt sein? Nun muss er hier irgendwo rum, Kollege. Böse halt auch durch den Sonnenschein. Hier sieht man echt nicht so viel, ne? Hm. Also wenn das dann mal nur so in die Sonne ins Gesicht scheint, uns. Kann zwischendurch ein bisschen stören. Mann, ich will mich hier mehr umgucken können. So scheiße wie in 2 Minuten. Man muss ja immer wieder von vorne anfangen. Aber hier auf dem großen Platz, da ist er, glaube ich, nie... Folge ich jetzt nochmal meiner Nicht-Vermutung. Hm. Hier? Ne, ist er nicht. Da ist er nicht. Ey, Mann, ey. Okay. Das wird... Ich weiß schon, warum ich das Level nicht mag. Ich weiß schon, warum ich das nicht mag. Also nervige Aufgaben sind echt, ey. Ja, geh mich auf den Sack. Steh auf mit deinem fetten Fuck-Fuck-Fuck-Arsch. Echt. Das ist ja gar nicht. Weil hier sieht auch alles gleich aus. Ist mal ohne Scheiß. Ich mag das Level nicht. Ah. Hey, hier ruhig, wie ich beim Remaken hier jetzt mal ein bisschen mehr Mühe gebe, um mal ein bisschen anderweitig zu gestalten. Halt die Fresse, echt. Geh mir hier auf den Sack mit deiner Fresse. So. Da. Oh, die beiden kriegen ja schon mal ganz gut hin, ne? Ob ich jetzt, ne? Hinkt ein bisschen, wenn man das so sagen kann. Auch nix. Hui. Nein. Ja. Haben wir hier ein bisschen an der Promenade nochmal rumschnaggeln. Hier ist nichts, ey. Hier ist nichts. Nichts! Da kommen wir auch wieder nur zurück zum Anfang, ne? Hey, wupp, wupp. Tolle Sache. Ah, da ist der dritte. Da, guck mal an. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also, da geht's wieder zurück zum Anfang. Und ha, da ist Nummer 4. Und jetzt. Oh, ja, 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 ja. Das können wir sogar hinkriegen. Ich meine, das letzte Destination Point ist hier in der Pipe. Oder auch nicht. Warum? Da war er. Ich habe ihn gesehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, da vorne liegt er doch, der Penner. Okay, komm. So, den Olli kriegen wir jetzt. Ich hoffe, ich habe die Musik jetzt mittlerweile leise genug gemacht, weil bei der Zweitaufnahme habe ich den Ingame Sound doch ein bisschen leiser gemacht, weil zum einen, wenn er sowieso rauscht, dann kann er auch sehr leise sein. Wo bin ich denn hin? Ich Vollidiot.
Komm, bevor wir jetzt ein Risiko eingehen, ne? Wir haben schon wieder eine Viertelminute verloren. Ah. Ich muss aber trotzdem mal kurz überlegen. Mama. Ja. So. Au. So, wo muss ich jetzt immer genau hin? Machen wir noch nach hinten. Ah, ja. Bobby, Transfers. Bye. Hallo. Halt die Fresse. Klappt. Man konnte übrigens auch im zweiten Teil des Originals, ich weiß nicht, ob man das hier auch machen kann, weil das Geilste bei Tony Hawk Spielen war eigentlich immer, was mir am meisten Spaß gemacht hatte, war halt wirklich immer den ganzen Scheiß freizuschalten. Mit jedem Typ, mit dem man durchgespielt hat, hat man immer irgendwas anderes freigeschaltet. Und unter anderem halt auch zahlreiche Skater. Und das war für mich natürlich immer das Geilste, neue Skater freizuschalten, mit neuen Special Tricks und alles, die man dann natürlich dann auch im Anschluss an seine eigenen Skater natürlich dran klatschen kann. Zum Beispiel, ne, Tony Hawk 2, wen gab's da? Spider-Man. Nein! Tony Hawk 3, wen gab's da? Darth Maul. Oh, nee, Tony Hawk 3 war, glaube ich, Wolverine? Oder beide gab's, weiß ich jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall gab's dann immer ganz, ganz viele Charaktere zum Freischalten und gehen mir doch nicht auf eine Zwiebel. Es gab dann noch aber einen Charakter, den habe ich nie freigeschaltet. Nämlich Private Carrera hieß die